Hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion heute auf Jay und Aria. Und zwar, wenn seriöse Filme zu animierten Serien werden. Klingt interessant, mir fällt gerade gar kein Beispiel ein. Aber ich bin gespannt, was die sagen. Kann nur gut werden, glaube ich. Let's go. Hey, was geht ab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Aria. Und zusammen sind wir Legion Darius. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Egal ob Videogame, Comic, Buch oder Cartoon, heutzutage gibt es ja von so ziemlich allem eine Realverfilmung. Ich meine, selbst wir haben ja neulich einen Real Life Among Us Kurzfilm gedreht, falls ihr den übrigens noch nicht gesehen habt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Aber man kann den Spieß auch umdrehen. Wie sieht das aus, wenn echte Real Life Verfilmungen mit echten Schauspielern echte Animationsserien bekommen? Kann das überhaupt funktionieren? Ja. Ich weiß nicht. Ah, ich kenne ein Beispiel. Ich kenne Zurück in die Zukunft, die Serie. Da gibt es eine Cartoon-Serie auch von, Zurück in die Zukunft. Die habe ich gesehen sogar komplett. Ja, die gibt's. Aber sonst? Gut, Marvel, ne? Filme, gibt's ja auch Serien, so. Spider-Man, so gab es ja auch viele Cartoon-Serien, so, ob das zählt, ja. Das sind vielleicht noch andere Beispiele. Was trägt eigentlich Aria da auf dem Kopf? Okay. Geht das echt heraus? Echt. Der Jurassic Park Saga erstreckt sich mittlerweile über 3 ganze Jahrzehnte. Also älter als wir und die meisten unserer Zuschauer. Der erste Film erschien im Jahr 1993. Woraufhin dann 1995 das Buch Vergessene Welt Jurassic Park veröffentlicht wurde. Das Buch war dann die Grundlage für den nächsten Film 1997 mit dem gleichen Titel oder alternativ Jurassic Park 2. Anfang der 2000er folgte dann Jurassic Park 3, dann erstmal eine Weile nichts. Und dann ab Mitte der 2010er erschien Jurassic World und Jurassic World das gefallene Königreich. Und in den 2020ern wird voraussichtlich Jurassic World Dominion folgen. Echt? Neben Comics und Videospielen gibt es... Ich hätte den zweiten Teil jetzt gar nicht gesehen mehr von Jurassic World. Ich habe 1, 2, 3 gesehen, dann Jurassic World, den ersten. Fand ab und zu die Werbung ein bisschen penetrant. Vor allem die Mercedes-Werbung habe ich ein bisschen abgefuckt. Und dann den zweiten habe ich gar nicht mehr gesehen. Muss ich mal nachholen, glaube ich. Das ist mittlerweile aber auch eine ganz andere Interpretation des Universums. Und diese finden wir sogar auf Netflix. Und zwar erst seit September diesen Jahres. Es handelt sich hierbei um Jurassic Park Neue Abenteuer. Von dieser computeranimierten Serie gibt es momentan zwar nur eine Staffel mit 8 Episoden, aber bereits nächstes Jahr soll eine weitere Staffel erscheinen. Die Serie spielt während und nach den Ereignissen von Jurassic World. Und während sie computeranimiert ist, liegt der Fokus hier eher auf eine Gruppe von Kids bzw. Teenagern im Vergleich zu den Real-Life-Filmen, die sich eher auf die Erwachsenen fokussieren. Die erste Folge beginnt ehrlich gesagt auch schon direkt ziemlich cool, mitten in Jurassic World, und es fühlt sich an wie ein Videospiel, bis es dann ziemlich schnell ziemlich dark wird und dieser Ranger von Dinosauriern geknechtet wird. Aber keine Sorge, es handelt sich hier um ein Videospiel. Dieser Boy befindet sich, genauer gesagt, nämlich gerade in einem Oh mein Gott, die Serie hat hoch und tief, ey. Klingt aber echt interessant, muss ich sagen. Jurassic World VR Game. Beim nächsten Versuch gewinnt er das Spiel und damit auch eine Reise in die echte Jurassic World. Ein paar andere Kids sind dann auch dabei und das Ganze erinnert mich irgendwie kurz an Charlie und die Schokoladenfabrik. Auch wenn das eine Girl eine Influencerin mit 27 Millionen Followern ist und eines der anderen Girls einer ihrer Follower. Und ja, dann fangen die Abenteuer auch schon an. Ganz in Jurassic World. Ja, eine spannende Geschichte irgendwie. Klingt echt spannend. Keine Ahnung. Hat irgendwie was. Park-Style geraten die Dinge außer Kontrolle. Und man muss auch sagen, dass sie hier ganz gut den Flair und den Ton dieser Welt treffen. Denn es gibt hier und da noch Referenzen aus den Jurassic World Filmen, was die Experience für echte Fans noch viel, viel fresher macht. Falls ihr also irgendwer im Dino-Fieber ist und noch mehr Dino-Intos braucht, there you go. Okay, vor ein paar Tagen bin ich am Abend nichtsahnend durch meinen Netflix gescrollt, bis ich plötzlich eine erstaunliche Entdeckung gemacht habe. Eine Netflix-Original-Serie mit dem Titel Fast and Furious Spy Racers, 2 Staffeln. Ich dachte natürlich erstmal. Ja, rede mal. Spy Racers. Wow, krass. Fast and Furious hat jetzt eine eigene Serie. Gar nicht, das muss ich erstmal näher abchecken. Doch das, was ich vorfand, habe ich echt nicht kommen sehen. Es war nämlich einfach mal eine animierte Fast and Furious Serie. Freigegeben ab 6 Jahren. Konnte das wirklich sein? Ich meine. Fast and Furious? Eine Filmreihe, in der wir Dinge zu sehen bekommen wie jede Menge Gewalt, Drogen, Gewalt, nackte Haut, Gewalt, Waffen und nicht zu vergessen die Verherrlichung von illegalen Straßenrennen. Das als Kids-Serie verpackt. Perfekt. Leute, ich habe noch nie so schnell auf einen... Perfekter Einstieg in die in das Business, ne? Mit 6 dann schon anfangen und dann direkt ja weiter geht's. Netflix-Serie geklickt. In der Serie geht es um Tony Toretto, dem jüngeren Cousin von dem von Vin Diesel verkörperten Dominic Toretto aus den Filmen. Zwar haben wir in den Filmen noch nie was von diesem Cousin gehört, obwohl Dom in den Filmen immer darauf besteht, dass Familie das Wichtigste ist. I don't have friends, I got family. Auch so krass, dass Vin Diesel auch jetzt einen eigenen Song rausgebracht hat, ne? Müssen wir auf Spotify eingeben, Vin Diesel, das ist der Hauptspieler, der Hauptschauspieler, der mit der Glatze, der hat einen Song rausgebracht auf Spotify jetzt vor kurzem erst.
Ist aber gar nicht so schlecht, der Song, muss ich sagen. Aber das passt schon. Tony will sich jedenfalls wie sein Cousin in der Welt einen Namen machen und zusammen mit seinen Freunden Echo, Cisco und Frosty wird er damit beauftragt, eine kriminelle Racing Gang. Woher kenne ich den Namen Cisco? Bei einer anderen Serie war der auch schon mal dabei irgendwie. Irgendwann heißt auch, irgendjemand heißt auch Cisco. Ich weiß nicht wer. Wisst ihr es, Leute? Namens Shifter zu infiltrieren und auszuspionieren. Daher auch der Name der Serie. Wisst ihr aber, was das Verrückteste an dem Ganzen ist? Dass die Serie gar nicht so schlecht ist irgendwie. Also versteht mich bitte nicht falsch, es gibt tatsächlich einiges an der Serie, was mich sogar sehr stört. Aber ich hatte halt mit einem kompletten Reinfall gerechnet und es war... The Flash, halt so genau, The Flash, richtig, ja. The Flash war das, ja richtig. Cisco, ja, stimmt, ja. Oder Vibe auch genannt, ja richtig, der war das, ja. Mein größtes Problem mit der Serie ist auf jeden Fall die Animation selbst. Die ist nämlich oft echt abgehackt und die meisten Umgebungen zum Beispiel wirken in meinen Augen eher kahl und naja, langweilig. Zum Vergleich hier ein Wüstensetting aus Fast and Furious Spy Racers und dann hier ein ähnliches Setting aus Toy Story 3. Toy Story 3 ist aus 2010, just saying. Krass. Andererseits, wenn man sich andere Kids-Shows von heutzutage wie Ninja Turtles oder die Penguins of Madagascar anschaut, ist die Animation von Spy Racers jetzt auch nicht so schlimm. Was man der Serie aber echt lassen muss, sind die Autofahrt-Action-Szenen. Die sind meiner Meinung nach sogar extrem gut inszeniert worden und können auf jeden Fall mit der Intensität der Autorennen aus den Filmen mithalten. Auch hier sollte man sagen, dass viele... Ja, das ist ja auch, wie gesagt, das Hauptding. Also wenn die es falsch machen würden, dann wenn bei dem Fast and Furious die Rennszenen schlecht aussehen, dann haben sie komplett verschissen. Aber so geht's ja gerade. Der Stunts in diesen Sequenzen sehr überspitzt und unrealistisch sind. Aber andererseits ist das gar nicht so weit weg von den Filmen, finde ich. Jo. Ansonsten sind mir die Charaktere trotz ihrer Einfachheit ziemlich schnell sympathisch. Ich habe vielleicht in meinem Leben 2 Fast and Furious Filme gesehen. Und es gibt irgendwie 9 oder so mittlerweile, ich weiß es nicht. Alles klar. Geworden und in der Originalsprache zumindest waren viele der Jokes sogar echt witzig. Letzten Endes darf man nicht vergessen, dass das immer noch eine Kids-Show ist, weswegen es in dieser Welt scheinbar auch zum Beispiel kein Alkohol oder richtige Pistolen zu geben scheint. Irgendwie schießen die immer nur mit Farbpatronen. Aber für das, was es ist, ist es in Ordnung. Ach ja, und falls ihr jemals wissen wolltet, wie ein leicht unproportionaler 3D-Vin Diesel aussieht, bitteschön. Dumb. Looks like you pushed it a little too hard. Reminds me of someone else. Oh, ist echt, also asynchron, das laggt auch ein bisschen hier. Also nicht nur im Stream, sondern auch hier, oder? Kommt mir so vor. Das Gesicht passt auch gar nicht dazu. Ich weiß selbst zwar immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll, aber der kommt vor. Und das ist doch was. Ich habe, glaube ich, Tokyo Drift nicht komplett gesehen. Also nur den Anfang oder so. Fand ich weird irgendwie. Wo sie in einem Parkhaus gedriftet sind, das weiß ich noch am Anfang. Mehr habe ich nicht gesehen. Da habe ich noch den einen Fast and Furious 2, glaube ich, gesehen und 4. Oder ich habe 1 und... Nee, ich habe 2 und 4 oder so. Also der nach Tokyo Drift habe ich noch mal gesehen, glaube ich. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, um was dagegen. Keine Ahnung. Also Ich weiß noch die eine Szene noch mit dem LKW, wo sie auf der Wüste gefahren sind und dann sie da irgendjemanden befreien wollten. Ach, keine Ahnung. Mit Autos interessiert mich halt so wie gar nichts, ne? Also bin ich komplett raus. Solange es, wenn es ein Autorennen geht oder Fußballspieler, sowas gucke ich ihr gar nicht, juckt mich nicht. Wer seine Realität in Frage stellen möchte, kann damit anfangen, den 1999er Film The Matrix anzuschauen. Die eine Matrix, die ist gut. Kurz und knapp geht es darum, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft die Menschen den Krieg gegen durch eine künstliche Intelligenz... Die Animatrix habe ich, glaube ich, sogar als DVD irgendwo stehen. Ich habe scheinbar die Animatrix verloren. Muss ich wiederfinden. Das heißt, die quasi Vorgeschichte zu Matrix. Ich habe ja die Original. Ich habe die Originaltrilogie auf DVD. Ich kaufe mir halt DVDs nur, wenn ich halt Filme und Serien mega krass feier. Ne? Mega krass, dann kaufe ich mir die DVD, dass ich ins Regal stellen kann. Weil ich liebe das, wenn mir Sachen gefallen, die ich ins Regal stellen kann. Bei Spielen genauso. Wenn Spiele mir mega gefallen, kaufe ich nicht nur digital, sondern halt auch als Dings. Aber leider habe ich keine Animatrix hier, deswegen, sorry, aber habe ich gesehen auf jeden Fall, habe ich da.
Intelligenz erschaffene Maschine verlieren. Oh. Dies führt dann dazu, dass Menschen selbst als Energiequelle der Maschinen hinhalten müssen. Im bewusstlosen Zustand wird in ihren Köpfen eine Simulation, die Matrix, abgespielt, damit es sich für die Menschen anfühlt, als würden sie ein ganz normales Leben führen. So ein bisschen dasselbe, was einige Menschen in der Tierhaltung gerade vorhaben. Ja doch, Stunde oder nichts. Und wenn ihr mit dem Film durch seid, dann könnt ihr direkt im Anschluss den Film The Matrix Reloaded und The Matrix Revolutions gucken. Beide Filme erschienen im Jahr 2003. Damals tickte Hollywood scheinbar noch ein bisschen anders. Die Meinungen zu diesen Teilen gehen auseinander, aber wir finden die fresh. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr euch auf The Matrix 4 freuen. Erscheint voraussichtlich... Ja, ich freue mich schon drauf. Nächstes Jahr Dezember. Ja, wahrscheinlich noch ein Jahr verschoben. Da gab es mit Corona, glaube ich, ein Problem oder so. Aber The Matrix wird cool. Dezember 2021, wenn wir Glück haben. Da man bis dahin natürlich noch einiges an Geduld im Wartezimmer beweisen müsste, haben wir noch eine ganz andere Empfehlung für euch. The Animatrix. Genau. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine amerikanisch-japanische Koproduktion, welche noch im selben Jahr wie der zweite und dritte Nachfolger erschien. The Animatrix ist eine Zusammenstellung von 9 animierten Kurzfilmen, die tatsächlich auf die Matrix-Trilogie basieren. Vor allem, die haben auch alle einen anderen Zeichenstil. Und eine von diesen Cartoons oder Anime zeigt auch die Vorgeschichte zu dem Matrix, wie das passiert ist. Also ich würde auf jeden Fall raten, alle Matrix-Fans das zu schauen. Sehr gut. 4 der 9 Kurzfilme wurden sogar von den Wachowskis, den Schöpfern der Matrix-Trilogie, geschrieben. Der Film erzählt die Hintergrundgeschichte der Matrix-Reihe anschließend des ursprünglichen Krieges zwischen Mensch und Maschine, der zur Schaffung der Matrix führte. Wer sich also immer gefragt hat, wie es sich vor dem Film zugetragen hat, kommt hier seinem Glück ein Stück näher. Um euch hier nichts vorwegzunehmen, gehen wir hier nicht genauer auf die Storyline der einzelnen Teile ein, aber diese enthusiastisch geschriebene IMDb-Rezension hilft uns vielleicht ein kleines bisschen weiter. The idea of the Matrix is so full of potential and could be taken in so many, many directions. The movies decided to go in the direction of pretension, but the Animatrix goes everywhere. The movies don't. Bedeutet also, dass die Person glaubt, dass das Potenzial von The Matrix durch The Animatrix noch viel mehr ausgeschöpft wird. Insbesondere in den Bereichen, die bei den Filmen unangetastet bleiben. Auch unter dem Trailer von Animatrix gibt es einiges an interessante Kommentare zu sehen. Ahmad Fadil schrieb zum Beispiel: I remember my mom rented this movie for us, thinking it is an animated movie for kids. Tja, hat die Mom ihre Hausaufgaben nicht gemacht, aber trotzdem gute Wahl. The Animatrix, ganz klar, unser Geheimtipp, der nicht mehr so geheim ist, wir haben schon mal darüber geredet. Das ist ein bisschen alt, aber ey, das kennen einige bestimmt immer noch nicht, also you're welcome. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, nach sehr langer Zeit haben wir mal wieder eine Filmfehlerfolge für euch gemacht. Viele von euch haben es sich gewünscht, viele von euch haben sich gefreut und viele haben es noch nicht gesehen. Also checkt's gerne ab oder ihr checkt unsere nächste Podcast-Folge, hier ein Clip. Aber lass mal lieber über euren Film reden, Alter. What the fuck was this, Alter? Digga, ich glaube, ich kann nicht L-Bone, aber 5 Knickse. Worauf willst du das nicht sagen? Hey, 5 indische Kartellis, was auch immer das ist. Jetzt ist der Clip vorbei, also klickt drauf und macht das, was man beim Podcast hören so tut. Ansonsten würden wir jetzt sagen, how to reason. Peason. Nice. Nice. Also wie gesagt, ich kann euch die Matrix generell nur empfehlen, falls ihr noch nicht die Filme gesehen haben. Geht's bestimmt auf Netflix oder Amazon Prime, wenn nicht, dann kauft's euch, lohnt sich wirklich, Matrix, saugeile Filme, 3 Filme, sehr geil und danach am besten die Animatrix gucken, geht's bestimmt auch Netflix, Amazon Prime, wenn nicht da, dann kauft's euch auch, wirklich nur zu empfehlen, wirklich sehr zu empfehlen. Lukas, hi! Wenn ihr Langeweile habt, guckt euch die Filme an. Stimmt ab's, ja. Lang ist mehr gezockt, so auch, was man schneiden könnte. Da hast du recht. Aber vielleicht, ich habe noch einen Among Us-Stream noch aufgenommen. Da kannst du vielleicht ein bisschen schneiden. Aber egal. Das war die Reaktion zu Jane Aria. War sehr cool wieder. Ich habe Animatrix halt nur gekannt. Die anderen Filme fand ich nicht so. Habe ich nicht gekannt vorher, aber würde ich jetzt beide nicht schauen. Also Jurassic World sehe mich nicht so als eine Dings. Und Fast Furious auch nicht so. Ich hatte, es gäbe irgendwas, was mich interessieren würde. Aber gut. Halt nicht. Aber trotzdem ein cooles Video von denen. Nice wieder.